Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie einige von euch vielleicht wissen, haben wir im letzten Jahr in unserem Meerschweinchen Adventskalender zu Weihnachten von der lieben Caro einen Schnüppelteddy. Ein Schnüppelteddy? Ein Schnüppelteddy. Also nochmal ganz von vorne. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo! Wie einige von euch vielleicht wissen, haben wir im letzten Jahr in unserem Meerschweinchen Adventskalender von der lieben Caro einen Schnüffelteppich für die Schweinchen bekommen. Und den wollen wir uns heute nochmal anschauen und zwar gucken, ob die Schweinchen das denn wohl noch hinkriegen. Man kann so einen Schnüffelteppich rein theoretisch als eine Art Intelligenzspielzeug sehen oder halt einfach als Beschäftigung für die Meerschweinchen, dass sie ein bisschen was für ihr Essen tun müssen. Und ein wenig ihre Nase anstrengen müssen. Wir haben heute den Schnüffelteppich mit Basilikum, Koriander und Dill bespickt. Und mal gucken, ob sie das mögen. Und vor allen Dingen auch alles finden. Ich hoffe ja schon, dass sie alles finden, weil sonst haben wir da nachher vergammelte Sachen drin. Kommt her, Mausi, es gibt Essen. Mausis! Oh, da ist Rucki aber ganz schnell. Also Nami ist direkt Feuer und Flamme und alle checken es direkt. Riecht ja auch gut, ne? Nur Hina scheint ein bisschen lost zu sein. Ich glaube, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, was die Schweinchen sich gerade denken. So nach dem Motto, ey ihr beiden Zweibeiner, das ist aber nicht wie sonst schön angerichtet auf dem Teller. Da ist so viel anderes Zeug zwischen, was man nicht essen kann. Ja, und vor allen Dingen jetzt müssen sie wirklich ihre Nase benutzen, weil der Schnüffelteppich halt auch grün ist und Basilikum, Dill und Koriander auch. Aber wie es aussieht, hat Tina was gefunden. Oder sie prüft nur, ob alles richtig gemacht wurde. Vielleicht mag sie es auch nicht und erwartet jetzt Salat. Ja, doch, sie knabbert. Okay, beim Runtergehen legt sie nochmal ein bisschen Basilikum frei. Aber er scheint richtig gut anzukommen. Nami schnüffelt auch so ein bisschen da drunter und so. Ich sag jetzt immer schnüffeln wegen Schnüffelteppich. Richtig schön. Passt ja auch, ist auch dafür da, dass sie ein bisschen schnüffeln und wühlen. Ja, aber ich finde, schnüffeln hört sich immer so. Weiß nicht, so ein Hund schnüffelt. Meerschweinchen? Ja, ein bisschen schnüffeln die auch. Ja, so ein bisschen, ne? Sniff, sniff. Kann ja sein, das ist ein Sniffelteppich, weil die sniffen. Ein Sniffelteppich. Ah, nee. Ah, das machen sie schon gut. Also wir haben da wirklich eine Menge reingepackt. Ach, ein bisschen liegt da auch rechts neben, sehe ich gerade. Warst du das nicht, ne? Nee, das hat Tina, glaube ich, beim Rausgehen damit rausgenommen. Okay. Ui, Shiroi hat ein großes Ding. Okay. Da war Bumi gerade zu nah an Milka dran und hat eine Pinkelattacke abbekommen. Oh, armer Bumi. Hast du gerade gesehen? Das habe ich tatsächlich gerade nicht gesehen, dass Milka gepinkelt hat. Oh. So wie wir letztens. Was? Wir haben doch auch eine Pinkelattacke abgekriegt. Ach so, ja, beim TÜV. Ja. Das mochte Milka gar nicht und dann wurden wir auch angepinkelt. Kommt mal bei uns auf Instagram in der Story sehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe dich nicht angepinkelt. Nee, nee. So wie bei uns. Aber was? Milka uns. Ja. Milka ist hier die Anpinkel-Queen. Sobald ihr irgendwas nicht passt, dann macht sie hier ihren Popo-Shaker und pinkelt direkt an. Okay, unsere Rexe haben keine Lust mehr. Dabei sehe ich da noch ein bisschen mehr Grün. Ja, Hina und Milka finden jetzt heute auch wieder schöner. Ja, das sind halt unsere Heukies. Also unsere Rexe lieben echt das Heu über alles. Da kannst du nichts bei sagen. Hina legt sich da ja auch immer richtig gerne rein. Ja. Ah, jetzt hat Nami das gefunden. Das, was daneben lag? Ja. Na komm, so schnell seid ihr doch gar nicht. Da müssen sie noch mal ein bisschen tiefer schnüffeln. Ja. Genau, Shiroi hat auch noch was entdeckt weiter drin. So ein kleines bisschen was sehe ich auch noch so von oben. Mhm.
Die haben jetzt erstmal das Leichte abgefressen. Bumi, Milka und Hina. Und jetzt der Rest haben sie übrig gelassen für Shiroi, Ruki und Nami. Hauptsache, sie verstehen sich alle. Aber eigentlich ist der Schnüffelteppich wirklich groß genug. Und sie haben ein bisschen Beschäftigung. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr für eure Meerschweinchen oder Kaninchen auch einen Schnüffelteppich habt und wie er bei euch so ankommt. Also bei uns würde ich sagen, kommt er richtig gut an. Okay, Mika hat jetzt einmal das Vlies probiert, aber das sind ja zum Glück nur Vliesstreifen und das mögen die nicht so. Also da wird nur kurz angeknabbert und dann gelassen. Zum Glück. Aber ich glaube, den Schweinchen ist doch so ein großer Salatteller lieber. Mhm. Aber der Schnüffelteppich ersetzt ja auch keine vollwertige Mahlzeit. Die kriegen danach noch einen vernünftigen großen Salatteller. Genau. Das ist schon ein bisschen süß jetzt. Was macht ihr drei denn da? Inwe kriege ich, glaube ich, gleich auf die Nase. Oh ja. Nami und Ruki, ja, okay. Da hat Ruki wohl gewonnen, ne Nami? Der Klügere gibt nach. Ja. Nami hat ja leider letztens erst was am Auge gehabt. Ja. Aber das ist schon wieder zum Glück alles gut. Na, was riecht Ruki ich da? Ich wollte sagen, was riecht Ruki denn jetzt? Hast du gepupst, was? Nein. Ah, Mika hat noch was gefunden. Feine Milmil. Jetzt sehe ich auch, abgesehen von den Stielen vom Dill, auch nicht mehr viel. Und die Stiele mögen sie ja nicht besonders gerne. Ja, ich sehe noch ein bisschen Basilikum. Da müssen sie sich noch mal ein bisschen anstrengen. Weil die Dill-Stiele knabbern die Schweinchen immer gerne einmal ab, dass die ganzen, sind das da, diese Dill-Fasern ab sind und die Stiele lassen sie dann einfach da liegen. Ich glaube, Blätter kannst du auch dazu sagen. Ja, oder Blätter. Für mich ist Dill-Stiele immer noch eines der schrecklichsten Wörter. Dill-Stiele? Dill-Stiele. Ja gut, ich würde sagen, die Schweinchen haben das Interesse verloren. Ist aber auch fast alles aufgegessen. Obwohl Milka. Stattdessen hocken die, abgesehen von Milka, jetzt alle hier in der Heuraufe. Ja, wer es kann, der kann's, ne? Na gut, Hauptsache sie hatten kurz Spaß. Und jetzt gibt's gleich, wie gesagt, noch einen großen Salatteller. Mhm. Na gut, hier wäre auch noch ein Stiel gewesen. Ja, aber den mögen die Schweinchen leider nicht besonders gerne. Nee, nee. Hier wäre noch Basilikum gewesen. Ach, Bumi will jetzt auch noch mal. Also hat Bumi noch was gefunden? Hast du das Basilikum da rausgenommen? Ja. Jetzt habe ich es wieder versteckt. Er will es trotzdem nicht. Versteckt, ich habe es noch aufgelegt. Bumi hat auch ein bisschen Heu auf dem Kopf. Damit du weißt, wo du gleich noch hin möchtest. Ah, jetzt ist es ab. Er ist noch neugierig, aber man hat doch keinen Bock mehr, da jetzt groß rumzuwühlen. Nee, Bumi hat keine Lust mehr. Okay, das war's dann auch schon wieder mit dem Schnüffelteppich. Die Schweinchen hatten nicht so, also schon großes Interesse am Anfang, aber dann zum Schluss nicht mehr. Gesundheit, Shiroi. Ja, Nami guckt nochmal. Aber jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, ob da noch groß was drin ist. Ich glaube nicht mehr viel. Die haben schon gut alles weggeschnüffelt, wegschnabuliert. Na gut, da war jetzt auch nicht so viel drin, aber schon. Geht ja nur ein kleines bisschen Beschäftigung für die Mausis. Mhm. Wir haben den Schnüffelteppich auf jeden Fall nur drin, wenn wir auch dabei sind, also unter Beaufsichtigung. Bestimmt auch richtig schön bequem zum Reinlegen. Ja, habe ich auch schon gedacht, dass sich da noch ein Schweinchen reinlegt. Aber nee, die wollen nicht. Die wollen lieber ein bisschen Heu essen. Okay, das war's dann jetzt auch wieder mit dem Schnüffelteppich. Wir sehen uns nächste Woche.
zum nächsten Video. Und wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr nichts mehr von den Wikis verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da über ein Like und einen Kommentar. Freuen wir uns auch immer sehr. Okay, Nami ist glücklich über den Schnüffelteppich. Kleine Süßmaus.